bin der Berater von Präsident Nicolae Ceaușescu. Ich war verantwortlich für hunderte Spionageoperationen im Westen und im Nahen Osten. Frank Jackson hier. Hier spricht Victor Godeanu. Was könnte jemand vom rumänischen Geheimdienst von uns wollen? Er ist nicht nur irgendjemand. Er ist stellvertretender Leiter des rumänischen Auslandsgeheimdienstes. Diese Verräter der Partei und des Landes werden von uns stets mit großer Härte bestraft werden. Er ist ein grausamer Diktator. Sie wollen dich schwächen, aber du weißt es und lässt sie nicht. Etwas muss ihn erschreckt haben oder jemand, den er gut kennt. Ich habe Victor in der US-Botschaft gesehen. Wage es nicht, mich zu verraten. Er ist zu den Amerikanern übergelaufen. Das kann nicht sein. Alle sollen nun dafür bezahlen. Und vor allem seine Familie. Ihr habt mir mein Geld genommen. In circa einer Stunde werden die Rumänen an meine Hoteltür klopfen. In 4 Stunden wird mich der gesamte rumänische Geheimdienst und die deutsche Polizei suchen. Ich bin deine Frau. Du hast niemals irgendetwas für mich getan. Wie konnte uns Papa so etwas antun? Er wusste doch, was mit uns passieren würde. Ich riskiere hier mein Leben und ich riskiere meine Karriere für ihr Überlaufen. Bitte verzeih mir. Ich muss zugeben, dass ich nach der langen Zeit etwas mehr Loyalität erwartet hätte. Nichts auf dieser Welt ist für immer. Spy Master. Die deutsche TV-Premiere in Doppelfolge. Ab 16. November 20:15 Uhr. Auf Warner TV Serie.